gibt eine ganz, ganz wunderbare Geschichte, die ich an dieser Stelle einfach mal ins Spiel bringen möchte. Und zwar, ja, wie komme ich drauf? Sie erinnern sich sicherlich noch alle, liebe Gäste, liebe Zuschauer zu Hause, da gab es mal einen gewissen Rudi Völler. Der ist mal ziemlich ausgerastet im Studio in Island und hat gesagt, der Günther, was der immer redet, der haben da früher Standfußball gespielt. Das ist ja, nehme ich mal an, alles längst ausgeräumt. Ne? Mit Rudi sind Sie heute wieder. Ja, absolut. Alles ausgeräumt, im besten Verhältnis. Super. Und es gibt ein wunderbares Heft, das kommt eigentlich erst am Donnerstag raus. Und zwar ganz neue Ausgabe von 11 Freunde mit der sehr provokanten Frage, wie gut war Netzer wirklich? Die haben die Sporthochschule Köln angesetzt und haben verschiedene Spieler aus den 70er Jahren auswerten lassen und haben dabei herausgefunden, der Netzer war wirklich super gut. Warum? Bei diesem Spiel, das wir gerade gesehen haben, Deutschland gegen England, war die Ballgeschwindigkeit, die die deutsche Mannschaft gespielt hat, ich sage das mal wissenschaftlich, mit 2,9 Metern pro Sekunde ungefähr so hoch wie jetzt bei der aktuellen Weltmeisterschaft 2010. Die haben Ahnung. Diese Zeitung kaufe ich. Ja. Ja. Die brauchen Sie nicht zu kaufen, die kriegen Sie geschenkt. Bitte schön. Schenke ich Ihnen. Ich hebe sie für Sie noch einen Moment auf. So. Da haben Sie jetzt den endgültigen Beweis, bis in alle Zeiten. Das war wirklich ein ganz, ganz grandioses Spiel. Trotzdem ist es so, dass Sie in der Nationalmannschaft, obwohl Sie ja so ein herausragender Fußballer waren, eigentlich nie so die ganz große Karriere gemacht haben. Das lag schlichtweg daran, dass es eben noch einen zweiten sehr, sehr guten Zehner damals in Deutschland gab, nämlich Wolfgang Overath. Im Grunde genommen gab es für meinen Geschmack zwei große Duelle um eine Position in der deutschen Fußballgeschichte. Kahn gegen Lehmann. Und Netzer gegen Overath, nur das war, glaube ich, die freundliche Variante, oder? Ja, absolut. Das hat uns damals keiner geglaubt. Wir sind bis zum heutigen Tag wirklich erstklassige Freunde. Nur haben die gesagt, nein, nein, wir können ja keine Freunde sein, um Gottes Willen. Die kämpfen um eine Position und das ist nun mal was, Spielmacher der Nationalmannschaft zu sein. Die können keine Freunde sein. Aber das ist wirklich so ausgetragen worden, äußerst fair. Und ich habe doch immer gesagt, der Wolfgang Overath ist der viel, viel bessere Nationalspieler. Der hat das verinnerlicht gehabt, der hat da besser leben können. Ich brauchte meine Gladbacher um mich herum, ich brauchte die vertraute Umgebung. Und Sie werden ich habe ja nur 37 Länderspiele gemacht und der Wolfgang Overath über 70. Sie werden meine Länderspiele untersuchen, überall da war ich gut oder sehr gut, wo meine Gladbacher um mich herum waren. Mhm. Diese vertraute Umgebung, die hat mir in vielen Spielen gefehlt. Gerd Müller ist nicht hinter meinen Besten hergelaufen. Nicht? Der wollte den Fuß gespielt haben und hat gesagt, das lauf, ich mache das nicht, ich laufe da nicht hinterher. Das haben meine Gladbacher gemacht, nicht? Die sind da hinterhergelaufen. So, und deswegen war das für mich ganz schwer, da zu spielen, außer einem Jahr, aus anderthalb Jahren. Aber da habe ich dann wirklich auch sehr gut gespielt. Steht übrigens auch in dem Heft, ne? Hacki Wimmer, immer 10 bis 11 Kilometer, also der musste damals schon für zwei laufen. Aber also, das nur so am Rand. Aber, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, Sie und Wolfgang Overath sind bis zum heutigen Tag sehr, sehr gute Freunde. Und wir haben so einen Fernsehausschnitt gefunden aus einer gemeinsamen Diskussion. Da waren Sie 1993 bei DSF, also dem Vorgängersender von Sport 1. Da saßen Sie in trauter Atmosphäre und da hat man also gemerkt, da sind wirklich zwei echte Freunde am Werk. Ja, Gladbach hat den offensivsten Fußball gespielt. Das ist ein Märchen. Die Gladbach haben von der Anlage her, waren die einer der defensivsten Mannschaften. Sie haben mit 6, 7, 8 Leuten hinten drin gespielt, haben den langen Netzer auch noch zurückgezogen, bis an den eigenen 16er. Der Gegner ist schön gekommen, taktisch sehr, sehr klug. Und dann kam der Konter. Dann sind sie dann im Konter, waren sie plötzlich mit 6, 7 Leuten vorne. Das ist richtig. Ist das dein Ernst? Ja, ich würde dir etwas erzählen, was nicht mein Ernst ist. Dann hast du keine Ahnung. Das ist ja wirklich keine Ahnung vom Fußball. Dann ist diese ganze Zeit, vor allen Dingen die Gladbacher Zeit, an ihm spurlos vorübergegangen. Braucht ja nichts dazu zu sagen. Er disqualifiziert sich ja selbst mit seinen Dummheiten, die er da gerade von sich gibt. Man braucht die Leute nur auf der Straße fragen. Nein. Ja. Wer in dieser Zeit nun wirklich den schönsten Fußball gespielt hat. Ich habe da nicht schön gesagt, ich habe offensiv und defensiv gesagt. Nein, also wenn der nicht offensiv war, ich meine, wir haben, ich bin kein guter Statistiker, aber wir haben 10 Tore geschossen, 7 gegen Inter Mailand. Das ist doch nicht schwer aus dem Konter dann. Nein. Also das war nicht nur Konterfußball. Aber das verstehst du natürlich nicht, weil die neuzeitliche Entwicklung des Fußballs völlig spurlos an dir vorübergegangen ist. Ha ha ha.
Ja, wie der Kaiser schon einst sang, gute Freunde kann niemand trennen. Ja, mir hat der Moderator leid getan. Der wusste nicht, was da plötzlich passiert. Der hat gedacht, das ist alles ernst. Die beiden gehen jetzt in meiner Sendung aufeinander los. Ja, war schön. Aber man hat sich dann schon so ein bisschen geschockt gucken sehen, als er plötzlich anfing und gesagt hat, das war alles ein Märchen. Ja, und jetzt ist es natürlich so, Sie haben ja wahrscheinlich auch am Wochenende das Derby gesehen. Ihre Gladbacher haben 4-0 in Köln gewonnen, aber Sie wissen auch, Ihr Freund Wolfgang Overath hat morgen Jahreshauptversammlung. Fühlen Sie ein bisschen mit ihm mit im Moment? Nein, ich nicht nur fühle, ich leide mit ihm, wirklich. Haben jetzt ein bisschen telefoniert in der letzten Zeit und ich kriege die Entwicklung ja in der Schweiz, wo ich wohne, nur im Entferntesten wenig mit. Die Leute berichten mir darüber, was da in Köln mit ihm passiert, auch mit ihm passiert. Michael Mayer tut mir genauso leid, das ist auch unverdient, er hat auch viel Verdienste am Fußball. Aber das ist unsere Zeit geworden, dass Köln auch eine Stadt ist, die viel verlangt, obwohl sie das vielleicht gar nicht verlangen können, so viel. Und im Misserfolgsfall hat das diese Auswüchse, die ich sehr bedauere. Ja, willkommen zurück beim Audi Star Talk mit Günter Netzer. Herr Netzer, wir waren gerade beim Thema Köln. Wie gesagt, morgen Jahreshauptversammlung. Man rechnet natürlich damit, dass es relativ unruhig wird. Das ist oft so, wenn man Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga ist. Es ist jetzt auch so durchgeklungen, dass sogar Wolfgang Overath mittlerweile überlegt, den Battle hinzuwerfen. Würden Sie ihm zuraten und sagen, tu dir das nicht mehr an? Ja, eigentlich müsste man ihm das raten. Aber ich weiß, wie besessen er nach wie vor von seiner Idee ist, Präsident des 1. FC Köln zu sein. Er macht das ja alles ehrenamtlich. Gibt es ja auch nicht alle Tage und vergisst das immer wieder, was er sich da auch zumutet und antut teilweise. Er ist besessen von dem Gedanken, Präsident des 1. FC Köln gewesen zu sein und auch zu sein. Dann wurde er natürlich auch mit sanfter Gewalt gezwungen, als es dann schlecht ging, dieses zu tun. Das ist etwas, was man ihm aus vernünftigen Gründen raten müsste, dass er aufhören. Aber es wäre der völlig falsche Ratschlag an ihn, weil er eben diesen Club so sehr liebt, weil er die Stadt so sehr liebt, er ist da aufgewachsen auch, fußballerisch aufgewachsen, sodass er so nicht abtreten will. Das wäre für ihn nicht gut, da würde er zu lange darüber nachdenken, hinterher in einem anderen Leben. Also der Präsident ist jemand, der ohne Zweifel mit großer Leidenschaft diesen Verein lebt, Wolfgang Overath, das ist keine Frage. Aber wo hakt es denn dann beim 1. FC Köln? Ich meine, das ist ja auch einer von diesen Traditionsvereinen, der fast zur Fahrstuhlmannschaft verkommen ist in den letzten Jahren. Ne? Die kommen hoch und dann sind sie eigentlich schon wieder im Abschwung. Ja, also da fehlen mir die Kenntnisse. Ich rede nicht gerne über Dinge, die ich aus der Entfernung einfach nur sehe. Ich sehe den FC Köln einfach nur als Fernsehzuschauer und das ist einfach zu wenig, um da wirklich fundierte Kenntnisse zu haben und auch eine Meinung abzugeben. Das ist nicht möglich. Nur was ich sehe, ich gehe in solchen Fällen, gehe ich immer mit den Spielern sehr gerne ins Gericht. Das ist nicht etwas, was die Mannschaft verkörpert. Die gehören nicht auf den letzten Tabellenplatz. Die Mannschaft ist viel, viel besser, als dieser Platz aussagt. Und da befürchte ich, dass da nicht alles herausgeholt wird von vielen Spielern, die eine Rolle spielen müssten. Wie sehen Sie die Rolle Lukas Podolski? Ja, der ist zum Beispiel jemand, der vorangehen könnte in Köln, so wie der Overath auch vorangegangen ist in seiner Zeit. Wir brauchen jemanden, der das vielleicht in die Hand nimmt und da sich dafür verantwortlich macht für das Gefüge. Das tut einer Mannschaft immer gut, wenn sie einen Anführer hat. Und da wäre Podolski wäre da der ideale Mann, weil er hat ein derartiges Ansehen in Köln. Das ist ja eine Heldenverehrung, wie sie kaum irgendwo anders stattfindet. Und diese Position muss man nutzen, um tatsächlich da für die Mannschaft und den Club mehr zu tun. Die Frage ist halt nur, ist er der Typ dazu? Also Gerhard Delling hat uns zum Beispiel mal gesagt, es gibt eine Sache, die sie sehr aufregen würde, wenn Spieler sozusagen ihr Potenzial nicht zu 100% abrufen. Stimmt. So gefühlt würde ich sagen, gehört er schon auch so ein bisschen in die Kategorie, oder?
Ja, er spielt unter seinen Möglichkeiten in Köln, nicht nur diese Saison, zum letzten Jahr vor allen Dingen, in der letzten Saison. Und das hat man natürlich als Club auch nicht gern, wenn man dann in der Nationalmannschaft seine Leistungen sieht. Nicht? Da war er überragend, hat viele Tore gemacht und war immer ein entscheidender Mann. Und das hat er auf Köln nicht übertragen können. Natürlich gab es da auch andere Spiele und eine andere Umgebung, aber das ist etwas, was man, glaube ich, als selbstverständlich verlangen muss, dass ein Spieler in seinem Verein das Beste gibt, das Optimum versucht, an seine Grenzen und manchmal darüber geht, weil die bezahlen ihn und dafür ist er da, dass das da am besten geht. Ja, es könnte fast so ein bisschen umgekehrt sein wie bei Ihnen. Ne? Also Sie waren sehr, sehr stark im Verein, Nationalmannschaft. Bei ihm hat man erst, bei Bayern hat es nicht so geklappt, Köln. Jetzt heißt es ja schon, er hat auch eine Ausstiegsklausel. Wenn es Ende der Saison mit dem Abstieg am Ende schrecklicherweise für die Kölner werden sollte, dann kann er für 5 Millionen gehen. Droht dem Lukas Podolski so ein bisschen auch ein tragisches Schicksal, weil er ja in meinen Augen wirklich ein wahnsinnig talentierter Fußballer ist. Aber im Verein kann er es offensichtlich nie abrufen. Ich gehe ja nur auf die Spieler los, die das größte Talent haben und nicht dementsprechend Leistungen bringen. Aber Podolski ist nicht das einzige Problem des 1. FC Köln, das wäre völlig falsch, nur das an seiner Person festzumachen. Da gehören ganz viele andere Dinge dazu, also das wäre völlig falsch und da bin ich auch weit entfernt, dieses zu tun. Nur ein guter und überragender Podolski kann natürlich ganz viel bewirken für den 1. FC Köln, das steht fest. Was ist mit Borussia Mönchengladbach, Ihrer alten großen Liebe, die... hatte man den Eindruck, unter Maxi Eberl, Michael Fronzek, jetzt könnte was gehen, jetzt sind es wieder Vorletzte. Ja, ich hatte am Anfang auch einen sehr guten Eindruck. Ich halte den Fronzek für einen guten Trainer, aber jetzt muss ich das beweisen, dass er das in den Griff kriegt. Die Situation ist äußerst schwierig. Sollten dieses Spiel in Köln als Anfang nehmen, tatsächlich jetzt da sich zu befreien aus diesen Schwierigkeiten und ich hoffe, das gelingt. Hat sie es... Hat es Sie irgendwann mal gereizt, nochmal Verantwortung bei diesem Verein zu übernehmen, der Ihnen ja doch so viel auch gegeben hat, vielleicht in Ihrem Leben? Nein, ich habe 86, bin ich ausgestiegen beim HSV als Manager und habe gesagt, ich habe diese Tätigkeit als Manager oder als Funktionär oder auch Präsident, das ist ähnlich, ich habe dieses erlebt und durchlebt. Man wird mich nie mehr in einer Position, in irgendeiner aktiven oder inaktiven Position im Fußball sehen. Das war damals schon eine richtige Entscheidung und ist bis zum heutigen Tag die beste Entscheidung eigentlich geblieben, dass ich nicht wieder versucht habe, da anzufangen, wo ich beim HSV aufgehört habe. Und vor allen Dingen ist es ganz schwierig, das im eigenen Verein zu tun. Da ist doch manchmal zu viel Herzblut dabei und man macht Dinge, die man eigentlich nicht machen sollte. Also ich wäre der völlig Falsche für Gladbach. Dann lassen Sie uns doch noch ein bisschen über weitere Highlights Ihrer Karriere reden. Sie sind zum Beispiel auch der erste Deutsche, der für Real Madrid gespielt hat. Sind, glaube ich, 1973 haben Sie sich damals entschieden, zu Real Madrid zu wechseln. Heute haben wir ja wieder zwei Deutsche da, nämlich Özil und Khedira. So vom Gefühl her, würden Sie sagen, dass Mesut Özil das Zeug hat, das da wirklich zu packen? Oh ja, natürlich. Und vor allen Dingen hat er einen ganz großen Vorteil unter Khedira ebenfalls, dass der Mourinho beide gewollt hat. Ja. Das wird ihm sehr, sehr helfen. Das ist eine gute Eintrittskarte, dass der Trainer zwei Spieler unbedingt will. Das heißt, er wird sie fördern, wenn es möglich ist. Sie müssen ihre Leistungen bringen, selbstverständlich. Aber er wird sie dementsprechend behandeln, wird sich besondere Mühe geben, dass die erfolgreich sind. Und sie beide haben natürlich auch dieses Talent. Vor allen Dingen der Özil ist ein Spieler, der da natürlich großartig ankommt. Die lieben den technisch schönen Fußball, die lieben die Überraschung, die Özil bietet. Überraschung, überraschende Pässe, überraschende Torschüsse, Tore, all das verkörpert der. Und deswegen ist das ein Spieler, der da Erfolg haben wird, in jedem Fall. Ist er für Sie? Ist Mesut Özil für Sie so ein bisschen, kann man das vielleicht sogar sagen,
so quasi Ihr Nachfolger im Geist, weil wenn ich den Fußball spielen sehe, was der am Ball drauf hat, auch die Eleganz so in den Bewegungen, das haben wir sehr lange nicht gehabt, oder, im deutschen Mittelfeld? Da läuft mir viel zu viel. Apropos viel laufen. Günter Netzer hat eine tolle Zeit gehabt bei Real Madrid. Vor allem, als dann Paul Breitner noch dazu kam, ein Jahr später, 74. Sie haben, glaube ich, zweimal das Double gewonnen mit Real Madrid. Großartig. Aber zwei Dinge, glaube ich, sind Ihnen dort nicht so besonders gut bekommen. Das erste war, glaube ich, das Konditionstraining. Sie haben dort, stimmt es, einen Konditionstrainer gehabt, der bis heute in Ihren Albträumen erscheint. Absolut. Der hat mir 10 Jahre meines Lebens geraubt. Das war so ein Modell Magath. Na, schlimmer als der Magath. Der war der wirklich 10 Jahre meines Lebens geraubt, weil der war der jugoslawische 10- oder 5000-Meter-Meister. Wir haben einen Trainer, Miljanic, der war der Nationaltrainer der Jugoslawen bei der WM 74 und der hat seinen 10.000-Meter-Meister mitgebracht und der war dann unser Konditionstrainer. Das Schlimme, ich bin mit Paul Breitner erstklassig befreundet. Ich hätte ihn umbringen können, weil Paul hat das Laufen geliebt. Der hat die Konditionsarbeit geliebt. Er ist immer vorn weggelaufen und hat besonders Tempo gemacht, nicht? Und ich musste immer hinterher. Wirklich, es war eine Tortur für mich. War wirklich furchtbar. Aber ich muss unter dem Strich sagen, ich bin in einer Verfassung gewesen wie mein ganzes Leben, nicht? Und habe mir dann die späte Erkenntnis, kommt dann ja immer im Alter, habe mir gewünscht, dass das mal früher hätte passieren können. Wenn ich in Deutschland in derartiger Verfassung gewesen wäre, körperlicher Verfassung, wäre ich vielleicht doch noch ein besserer Spieler geworden. Ja. Wow. So. Und da gibt es noch eine zweite Geschichte bei Real Madrid, die auch sehr schwierig für Sie war. Und zwar waren das, glaube ich, die Kochkünste von Hilde Breitner, der Frau von Paul Breitner. Ja. Die offensichtlich sie mit bayerischen Spezialitäten und bayerischen Desserts verwöhnt hat. Ja, ganz genau. Also ich habe allein gelebt und bin immer bei der Familie Breitner zu Gast gewesen. Und Hilde hat gekocht, großartig bayerisch, mit Bier, mit Kalbsbraten und Knödeln und allem Möglichen. Das war alles wunderbar, bis zum nächsten Morgen. Da musste nämlich jeder Spieler damals schon, der musste auf die Waage. Das war jedes Mal eine Katastrophe, wenn ich auf die Waage kam. Diese Jugoslawen haben mir gesagt, ja, was machst du denn über Nacht? Wieso wiegst du jetzt wieder 1,5, 2 Kilo mehr? Und Paul Breitner war jemand, der war ja jung im Verhältnis zu mir. Er war 23 oder 22 und ich war schon 28. Der hat das alles viel, viel besser verkraftet als ich. Und den hat das nicht irritiert, dass er viel gegessen und viel getrunken hat. Und der Paul hat uns auch noch eine ganz, ganz liebenswerte Geschichte erzählt, denn Günter Netzer hatte immer am 6. Dezember einen ganz besonderen Job im Hause Breitner. Günter war auch ein wunderbarer Nikolaus bei uns. Also er hat sich schminken lassen, hat sich herrichten lassen, hat sich anziehen lassen, hat dann aus einem goldenen Buch vorgetragen oder vorgelesen, was er oder wir an unseren beiden Mädels gut fanden oder vielleicht nicht so gut. Aber er war auch für unsere Mädels damals Teil der Familie. Es war einfach fantastisch. Günter Netzer als Nikolaus, auch eine sehr schöne Vorstellung. Das konnten wir dann nicht allzu lange machen, weil dann habe ich mich wieder umgezogen und dann kam ich dann zur Tür rein. Und dann haben die Mädchen geschwärmt und haben gesagt, stell dir vor, der Nikolaus war da. Aber der hat dieselbe Stimme gehabt wie du. Sie haben, das merkt man, eigentlich schon eine sehr schöne Erinnerung so an die Zeit bei Real Madrid. Und jetzt gibt es ja einen Spieler, auf den Mourinho ganz besonders scharf ist. Das hat er ihm auch schon gesagt. Er hat nämlich zu Schweini gesagt, nächstes Jahr gehörst du mir. So aus Ihrer persönlichen Erfahrung, würden Sie sagen, vielleicht für ihn wäre es jetzt auch ein guter Schritt, Real Madrid?
Real Madrid mit Mourinho hat sich verändert. Ich hätte vielleicht vielen Spielern nicht den Schritt geraten in der Vergangenheit, weil der Club basierte auf allzu viel Geld, auf zu viel Dummheiten. Die haben nur die besten Spieler, die teuersten Spieler gekauft, die in Europa erhältlich waren, und haben dann die den Trainer zur Verfügung gestellt. Und der musste da, es war so schwierig wie ein Sack Flöhe hüten für diese Trainer, das zusammenzubringen. Das war ja ganz, ganz schwierig. Mit Mourinho hat sich vieles verändert. Das ist schon eine gute Adresse, das kann man nicht anders sagen. Es kommt auf die Lebensplanung von Schweinsteiger an, was er will. Ob er es wirklich fühlt, dass er für sein Leben, für sein Fußballerleben einen Auslandsaufenthalt braucht. Diese Auslandsaufenthalte haben all uns gut getan. Karl-Heinz Rummenigge, mir, alle, die in Italien oder in Spanien gewesen sind. Michael Ballack ebenfalls. Die haben davon profitiert, diese Spieler. Und das musste man rausfinden. Also Bayern München gehört zu den drei besten Vereinen der Welt. Das steht ohne Zweifel fest. Und ihm fehlt es wirklich an nichts in München. Er hat einen sehr, sehr guten Trainer. Er spielt Fußball wie nie in seinem Leben. Ich glaube, das ist auch ganz gut verdient da. Also er ist angesehen und kann seinen Ruhm nur mehren in München. Das wird eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Er geht einen Schritt ins Ungewisse, wenn er den Schritt aus München raus tut, irgendwo anders hin. Man müsste ihm fast raten, da zu bleiben in München. Der Michael Ballack, weil Sie ihn gerade auch kurz erwähnt haben, hat ja gesagt, Bastian Schweinsteiger ist für ihn der Spieler der Saison. Würden Sie sich da anschließen? Naja, das war nicht schwer festzustellen, oder? Also ist es so herausragend im Moment in der Bundesliga? Ja, das hätte sogar ich gesagt, dass er der Spieler ist. Er hat eine Entwicklung gemacht, die sensationell ist. Sowohl eine Persönlichkeitsentwicklung als eine fußballerische Entwicklung. Und da ist Louis van Gaal ist beteiligt an dieser Entwicklung. Er hat für ihn eine Position geschaffen, ich will nicht sagen erfunden, aber da ist er am besten aufgehoben. Und jetzt kann er auch schon 2, 3 Positionen spielen. Das ist großartig. Der hat einen Sprung gemacht, den ich eigentlich ihm so in dieser Form nicht zugetraut habe. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von ihm, was da geworden ist, weil man muss die beiden sehen, den Podolski und den Schweinsteiger 2006, wie die gewesen sind. Die hatten beide sehr viel Spaß und wollten einfach nur Spaß haben. Und dann war Schweinsteiger nicht mehr gut genug, nur Spaß zu haben. Der ist dann eine ernsthafte, ernstzunehmende Persönlichkeit geworden, die großartigen Fußball gespielt hat. Das merken Sie auch heute an den Interviews, die er gibt. Die sind anders als vor 2 Jahren noch. Ja, lieber Basti, der Applaus ist für dich auch an der Stelle.